Willkommen bei einem neuen Part Yu-Gi-Oh! Wir sind ja momentan dabei, Team Drecksarbeit zu erledigen und hier ist ihr Anführer. Wir werden uns jetzt mit ihm duellieren. Und es geht los. Ihr werdet es bereuen, jemals in diesen Teil der Stadt gekommen zu sein. Sonderregel Match-Duell. Okay, bei Match-Duellen ist es so, da ist es halt so, dass man maximal dreimal sich duelliert und wer von den dreimal zwei gewinnt, der hat das Match gewonnen. Hier ist die erste Runde. Also wir müssen jetzt zweimal gegen ihn gewinnen. Nicht nur einmal, nein, zweimal, weil das Spiel das wieder künstlich in die Länge ziehen will, genau. Okay. Okay, er hat ein Deck, ein Drachendeck, Ida-Drachen hat es genannt. Ich sollte vorsichtig sein, denn Drachendecks sind meistens sehr offensiv stark. Ah, wir haben eine gute Hand gezogen. Okay, aber ich benutze jetzt mal alle gesetzte Störungen und hau sein verdecktes Monster vom Spielfeld. Ja, das Kette Drache, sehr gut. Diese Karte hätte gefährlich werden können, denn dadurch hätte er ein Monster mit einer ATK von 1500 oder weniger als Spezialbeschwörung von seinem Deck beschwören können. Meistens ist es so, dass sich damit bewaffneter Drache der Stufe 1 gleich holt. Oder der Stufe 3. Ja, Stufe 3 heißt das Monster und mit diesem Stufe 3, Level 3 Drachen, kann es dann in der nächsten Runde aufsteigen lassen zum bewaffneten Drachen der Stufe 5. Das hätte noch sehr gefährlich werden können. So, jetzt benutze ich die Zauberkarte und rufe den hier als Spezialbeschwörung, da wir kein Monster gespielt haben bis jetzt. Er ist auf dem Feld, meine ich. Und jetzt greife ich ihn mit einem 2800er direkt an. Ja, das war schon ein herber Rückschlag für ihn. Aber er hat, wir müssen vorsichtig sein, denn er hat jetzt 5 Karten auf der Hand. Damit kann man einiges machen. Okay, er verteidigt sich, verständlicherweise. Kann sein, dass es ein bewaffneter Drache wieder ist. Und wir haben ihn einen zweiten gezogen. So, wir könnten jetzt Dunkler Staubgeist spielen, wäre allerdings nicht so klug, denn ja, diese Karte bewirkt, dass alle Monster zerstört werden, die offen sind. Und es ist ein Spirit Monster, das heißt, wir könnten eigentlich die Kombi mit Ruf der Mumie dann machen, eigentlich, ne? Also, wenn die zwei Monster draufgehen sollten, dann benutze ich diese Karte und rufe immer wieder die hier als Spezialbeschwörung. Und das kommt ja dann immer wieder auf die Hand, da es ein Spirit-Monster ist. Naja gut, aber jetzt hauen wir erst einmal seinen Drachen weg. Aha, was habe ich euch gesagt? Bewaffneter Drache. Quatsch, maskierter Drache. Verdammt, die zwei Namen verwechsel ich immer. Ja. Es ist gut, dass ich einen bewaffneten Drachen der Stufe 3, da bin ich mir ziemlich sicher. Was? Nur so ein normales, schwaches Drachenmonster? Seriously? Ich bin entsetzt. Ich dachte, du benutzt jetzt den bewaffneten Drachen der Stufe 3 und tust ihn jetzt genau aufsteigen lassen zum 5er bewaffneten Drachen. Meine Güte. Ich hab dich überschätzt. Und du bist der Anführer? Ja, jetzt überlegt er wieder. Stundenlang. Und er setzt ein verdecktes. Welch eine Überraschung. Ja, er probiert es mit einer Verteidigungsstrategie. Würde ich an seiner Stelle auch machen, wenn ein 2800er Monster auf dem Spielfeld liegen würde. Okay, ja. Ich würde sagen, wir hauen sein Feld weiter weg. Moment, ich will jetzt mal den Effekt von Seelenabsorbierender Knochenmann lesen. Diese Karte kann nicht angegriffen werden, wenn sich ein anderes Monster vom Typ Zombie offen auf deiner Spielfeldseite befindet. Ja, das heißt, wir hätten die eigentlich flippen können. Jedes Mal, wenn ein Monster vom Typ Zombie erfolgreich als Spezialbeschwörung beschworen würde, lege die obersten zwei Karten vom Deck deines Gegners auf den Friedhof.
Ah ja, das ist also eine Deckzerstörungskarte, wenn man es so haben möchte. Verdammt, ich wollte sein Verdecktes angreifen. Da war ich gerade ein bisschen zu hastig. Aber sein Verdecktes ist bestimmt keine große Gefahr für uns. Okay, Runde beenden. Je mehr Monster wir von ihm wegklatschen, umso besser. Jetzt denkt ihr wieder nach. Oder berechnet in dem Fall. Er rechnet jetzt 1 plus 1 aus. Pyramidenschildkröte, ach wie schön. Ja, ich spiele mal in die Verteidigungsposition. Im nächsten Zug werde ich die zwei opfern und den zweiten Dingens, Verzweiflung aus der Finsternis, normal beschwören. So, währenddessen sorgt meine erste Verzweiflung aus der Finsternis für weiteren Druck auf dem Spielfeld. Und macht seine Monster platt. Kristallseher. Der Effekt. Nimm die zwei obersten Karten deines Decks, wähle eine dieser Karten, füge sie deiner Hand hinzu und lege die andere Karte unter dein Deck. Die könnte man theoretisch in ein Exodia-Deck einbauen. Denn dadurch könnte man sich ja leicht Exodia-Teile auf die Hand holen. Frost und Flammdrache, die ist gefährlich. Diese Karte kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer indem du ein Feuer und zwei Wassermonster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernst. Einmal pro Spielzug kannst du ein Monster abwerfen, um ein Monster auf dem Spielfeld zu zerstören. Die ist gefährlich. Verdammt, er möchte die anscheinend spielen. Kein Wunder, dass er jetzt seine Monster auf dem Friedhof abgegeben hat. Verdammt! Was hat er denn auf dem Friedhof? Okay, Feuer, Licht, Wasser. Oh je. Das könnte noch gefährlich werden, dieses Monster. Ich muss aufpassen. So, jetzt bin ich gespannt. Wird er ihn spielen? Wird er ihn spielen? Nein, tut er nicht. Er braucht anscheinend noch ein Monster auf dem Friedhof. Verteidigung, ich glaube, der möchte jetzt so viele Friedhofsmonster wie möglich auf dem Spielfeld haben. Oder, ja, der möchte dann möglichst viele Karten auf dem Friedhof haben, damit er seinen Frost und Flammdrache spielen kann. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen waghalsig, wenn ich jetzt meine zweite jetzt Verzweiflung aus der Finsternis spielen würde. Denn er würde sie vielleicht mit seinem Flammen- und Frostdrache zerstören. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, muss ich zugeben. Kann aber auch sein, dass ich sein Monster ein bisschen überschätze. Andererseits, wenn ich nicht angreife, dann werde ich auch nicht zum Ziel kommen. Ich greife jetzt einfach mal weiter an und lasse es einfach mal mit der Tributbeschwörung. Falls unser Feld im schlimmsten Fall leer sein sollte, dann können wir es ja weiterhin noch spielen durch unsere Zauberkarte Ruf der Mumie. Wenn diese Karte durch den Kampf zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, füge deinem Gegner 500 Punkte Schaden zu. Dankeschön! Du kannst diese Karte in deinem Friedhof zusammen mit einem offenen Feuermonster, das du kontrollierst, aus dem Spiel entfernen, um deiner Hand einen Flammbell Drachenhof von deinem Deck hinzuzufügen. Ich glaube, das hat er nicht einmal. Ah, er fügt aber uns erstmal 500 Damage zu. Ja, genau. Er nutzt den zweiten Effekt nicht, da er diese Karte nicht in seinem Deck hat. Anscheinend. Gut, ja, lassen wir es mal mit dem Spielen von Karten. Und sammeln wieder ein paar auf der Hand. Als, ja, eiserne Reserve, sag ich mal. Trugbilddrache. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann dein Gegner in der Battle Phase keine Fallenkarten aktivieren. Ah, die könnte gemein sein. Warum flippst du das Monster? Willst du Kampfschaden bekommen oder was? Verdammt, warum macht er sowas? Will er einen Angriff provozieren oder was?
Vielleicht bin jetzt einfach mal so leichtgläubig und greife ihn einfach mal an. Und danach macht ihn meine Vampir-Lady ganz heiß. So. Zack, bam. Jetzt aktiviere deine Falle, wenn du eine hast. Na los! Wähle zwei Monster in offener Angriffsposition auf dem Spielfeld. Wenn mindestens eine der gewählten Monster vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre die gewählten Monster. Verdammt! Nein! Mach das bloß nicht! Aus! Lass meine Verzweiflung aus der Finsternis in Ruhe! Böse! Aus! Aus! Das lässt du jetzt mal besser sein, ja? Verdammt! Nein! Warum spielst du jetzt das da? Bist du dumm? Warum zerstörst du deine eigene Falle? Was zum? Warum aktiviert sich der Effekt trotzdem? Ah ja, Effekt gibt der immer noch. Warum hat er gerade seine eigene Falle zerstört? Ich raff's nicht. Geht KI-Berechnungsfehler? Okay, ich möchte keine Monster von ihm auf dem Friedhof hauen, weil er sonst... Obwohl, wenn er seinen Flammen- und Frostdrache spielt jetzt, dann können wir ihn... Da haben wir eine Bedrohung weniger, ne? Das heißt, ich provoziere es jetzt, dass er sein Monster spielt. Genau. Warum hat er den jetzt? Ich verstehe den nicht. Der kann ihn doch nicht mehr spezial beschwören vom Friedhof. Warum legt er den auf dem Friedhof? Hat er kein anderes Monster mehr in seinem Deck? Oder warum macht er sowas? Warum entfernt er ihn jetzt? Ja, gut, jetzt holt er seinen zweiten. Das war zu erwarten. Das wollte ich auch provozieren. Jetzt aktiviere deinen Effekt. Na los! Benutze deinen Effekt! Dankeschön! Und jetzt macht meine Vampir-Lady kalt, damit ich keinen Kampfschaden bekomme. Ja gut, das kannst du ruhig zerstören. Und jetzt machen wir die Vampir-Lady kalt. Dankeschön. Ein bisschen Schaden, ist gut. Ich hab doch selber so einen kleinen Schaden. Okay. Genug mit den Verrücktereien hier. Rio Cocky. Kann ich das einmal pro Spielzug machen? Einmal pro Spielzug kannst du einmal. Ja. Alles klar, ich könnte jetzt Rio Cocky normal beschwören. Es hätte dann 100 Punkte mehr. Oder ich mache das Ganze viel eleganter und spiele Dunkler Staubgeist und benutze den Effekt von dem. Das wäre doch viel eleganter, dann könnte ich irgendwie immer wieder mit Ruf der Mumie spielen und ja. Ich gehe davon aus, dass er nicht mehr so viele Monster in seinem Deck hat. Genau, das mache ich jetzt. Ich spiele jetzt der Dunkler Staubgeist und benutze den Effekt. Arrivederci, Frost- und Flammendrache. Direkter Angriff, Dunkler Staubgeist. So, 2200 Schadenspunkte für dich und komm zurück auf meine Hand. So, jetzt sind wir zwar ungeschützt, aber wenn er ein Monster spielt im nächsten Zug, zerstören wir einfach es erneut mit dem... Aha, er hat 3 in seinem Deck, okay. Das war eine Verschwendung. Er möchte mich anscheinend so unbedingt direkt angreifen. Gut, dass wir Rio-Cocky nicht gespielt haben. Das wird ein Monster-Massaker im nächsten Zug. Jetzt kriegen wir aber erst einmal ordentlich Kampfschaden. Aber das macht nichts. Das hat auch seine stärksten Karten, ja, sagen wir mal, verschwendet. Oder seine 3 stärksten Karten. Und, bist du fertig? Danke. Okay. Jetzt benutze ich Ruf der Mumie. Und rufe Dunkler Staubgeist. Verdammt, warum kann ich die nicht spielen? Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Verdammt! Scheiße, warum kann ich die nicht speziell beschwören?
Oh, willst du mich doch hier verarschen? Na gut, dann mach ich's eben so. Dann mach ich's eben auf die primitive Art oder auf die Mainstream Art. Ich mach's mit Kampf. Nein! Nicht schon wieder! Oh oh. Ich hasse diese Falle. Aber ich kann auch ein Monster normal beschwören. Das war ja eine Spezialbeschwörung. Ich hasse dieses Falle. Also gut, normal beschwören, das hier. Und jetzt sind wir einigermaßen sicher für ihn. Und er hat seine drei stärksten Karten verschwendet. Allerdings, wenn er jetzt noch eins spielt, irgendwie auf eine unerwartete Art und Weise verlieren wir. Jetzt verteidigt er sich wieder. Okay. Zwangsevakuierungsgerät. Dieser hat sich mal verdeckt. Dann. Was mache ich denn jetzt? Soll ich nachladen spielen? Ja. Hui, Kreaturentausch. Und Pyramidenschildkröte. Und Buch des Lebens. Haha. Was will man mehr? Okay, ich spiele jetzt Pyramidenschildkröte. Dann Buch des Lebens. Damit rufe ich Verzweiflung aus der Finsternis vom Friedhof. Und von ihm entferne ich seinen Frost- und Flammendrache. Er kann sich zwar nicht mehr spezial beschwören, aber sicher ist sicher. Als nächstes Kreaturentausch. Ich gebe ihm die Pyramidenschildkröte. Als nächstes greife ich Pyramidenschildkröte an. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Genau, Runde 1 geht an uns. Tributbeschwörung Bonus. Erster Schaden Bonus. Ach ja, bei Matchduellen hat man die Möglichkeit, mit einem sogenannten Side-Deck sein Deck ein bisschen zu verändern. Leider ist es so, dass ich keine Karten im Side-Deck gelegt habe. Das heißt, ja, wir können getrost mit diesem Deck einfach nur so weiterspielen, wie es jetzt ist. Das ist Runde 2. Okay, wir haben ein gutes Händchen gezogen. Zwei Monster der Stufe 4. Ein sehr starkes mit 1800 Angriffspunkten und ein, ja, gutes, mit dem wir das Deck von ihm zerstören können. Und noch ein Tribunmonster mit 8 Sternen. Und Ruf der Gejagten auch noch. Ja, das ist ein ziemlich gutes Händchen. Ich lese mir mal den Effekt von regenerierende Mumie durch. Wenn diese Karte durch einen Karteffekt deines Gegners von deiner Hand auf den Friedhof gelegt wird, gib sie auf die Hand zurück. Alles klärchen. Ich spiele es allerdings mal in die Angriffsposition und greife ihn einfach mal an. Ja, maskierte Rache schon wieder. Standard. Ja, ruf dir ruhig deinen Ragnarok oder meinetwegen was auch was anderes. Er möchte jetzt Tribut auf dem Friedhof haben, was er dann opfern kann, um den Frost und Flammendrache zu beschwören. Ich setze die mal verdeckt, weil wenn er die dann opfert, gebe ich ihm seinen Frost und Flammendrache einfach wieder auf die Hand zurück. Dadurch hat er drei Monster umsonst entfernt.
So in Endphase. Ich versuche jetzt möglichst offensiv zu spielen, damit er sein Feld nicht aufbauen kann mit seinem Frost- und Flammendrache. Aber wenn ich jetzt offensiv spiele, dann provoziere ich ja, dass er dann möglichst viele Karten auf dem Friedhof hat. Ach egal, komm, ich will es jetzt darauf anlegen. Ich habe ja so gerne die Gefahr vor meinen Augen. So, Vampir-Lady. Möglichst viele Monster jetzt rausspielen, damit wir möglichst viel von seinen Viechern down kriegen können. Was ist das? Wenn diese Karte... Er darf eine Karte ziehen, okay. Ich konnte jetzt so auf die Schnelle lesen. Blizzard, Verteidiger der Eisbarriere, okay. Und jetzt Vampir Lady, mach seinen Ragnarok kalt. Sehr schön. So. Viele seiner Monster auf den Friedhof gelegt. Einerseits gut, andererseits ja auch schlecht, wenn er seinen Frotz und Flammendrache jetzt spielen wird. Aber ich gebe ihn dann einfach mit Zwangswirkungsgerät auf die Hand zurück. Ich hoffe nur, dass er seine Kette vorher nicht aktivieren kann. Was? Kishogeist, Monster auf deiner Spielfeldseite werden nicht als Ergebnis eines Kampfes gegen ein Monster mit gleicher ATK zerstört. Okay, die ist ein bisschen seltsam, der Effekt zumindest. Dieser Effekt tritt nur selten, also dieses Szenario tritt eigentlich nur selten auf, dass Monster mit einer selben ATK sich angreifen. Da ist die Zauberkarte eher nutzlos, würde ich sagen. Okay, soll ich den Vampirlord noch spielen? Warum nicht, ne? Warum nicht? Ja, ich spiele jetzt einfach mal, da haben wir Vampirlord und Vampirlady draußen. Okay. Ich glaube, dass er wieder einen bewaffneten Drachen, einen maskierten Drachen verdeckt gesetzt hat. Das heißt, ich mache ihn jetzt mal mit Vampir Lady kalt. Okay, es war es nicht. Es war Magna Drache, ein Empfängermonster. Also, wenn er ein Empfängermonster in seinem Deck hat, muss er auch Syngros reintun. Das ist meine Devise. Direkter Angriff. Ich greife jetzt seine Monsterkarten an und will provozieren, dass er seine stärksten Monster dann gleich rausspielt, damit die los sind. Ja, füll ruhig deinen Friedhof auf. Spiel ruhig deinen, Flammen- und Frostdrache oder was weiß ich, wie die Karte heißt. Jeder Spieler legt zwei Karten von seiner Hand auf den Friedhof und zieht zwei Karten. Okay. Wenn du das magst oder wenn du es brauchst, ich nehme die hier und oh Gott. Riesensbrunnen ist natürlich gut, ne? Die können wir allerdings später mit einer Spezialbeschwörung. Genau, wir haben hier die hier, ne? Genau, ich lege die jetzt auf den Friedhof, dann können wir die mit der Falle wieder zurückholen. Hui, wenn diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners auf deine Hand oder deinem Deck auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre sie als Spezialbeschwörung auf deiner Spielfeldseite. Super! Den Effekt hatte ich bis jetzt noch nie. Ah ja, jetzt ruft er seinen ersten Drachen. Und jetzt nicht Effekt aktivieren. Ich will noch Zwangsverkühlungsgerät vorher aktivieren. Ich hasse dich! Jetzt wird er meine Verzweiflung zur Finsternis zerstören. Ja, war ja klar. Okay, Zwangsverkühlungsgerät. Gib ihm sein Monster auf die Hand zurück. Leg's jetzt drauf an. Jetzt wird das wahrscheinlich nochmal spielen. Aber das ist mir egal. Na los, spiel's nochmal. Na los, Ida, mach's nochmal. Okay, will nicht. Und jetzt rufe ich meine Verzweiflung aus der Finsternis vom Friedhof. Alles klar, reicht es eigentlich schon für einen Kill? Ich muss mal kurz mathematisch rechnen. Okay, 2, das wären
4-8. Ja, das sind über 6000. Okay, das heißt, jetzt muss ich nur sein Fett loswerden und das mache ich mit Riesentornade. Was lädt die obersten 5 Karten der 6 auf dem Friedhof? Ah ja, okay. Mit dieser Karte möchte er seinen Friedhof auch wieder auffüllen. Warum wird mein Monster zerstört? Wieso? Ach scheiße! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Die gibt ja mein Monster auf die Hand zurück und das bewirkt. Scheiße. Ich hätte ihn vernichten können. Habe ich aber nicht. Ich habe mich selber in eine Falle tappen lassen. Ich greife jetzt sein Deck nochmal an. Monster! Egal, der hat nur noch ein paar Lebenspunkte, die werden wir auch noch klein kriegen irgendwie. Monster! Mann, der hat ziemlich viele Monster in seinem Deck. Okay, Main Phase 2. Dann, oh ja. Oh Mann, davon werde ich heute Nacht Albträume kriegen. Egal. Eisenattribut und die hier noch. Kann ich noch ein Monster spielen? Ja, irgendwie schon, ne? Kann ich auch. Okay, Endphase. Jetzt haben wir keine Karten auf der Hand. Das könnte gefährlich werden, wenn er jetzt unser Feld cleanen würde. Aber ich glaube nicht, dass er das schafft. Nein, ich spiele Ruf der Gärten jetzt nicht nochmal. Die spiele ich, nachdem er seinen zweiten Frost- und Flammendarre beschworen hat. Und ein Monster von mir zerstört hat. Falls es ihm gelingt. Anscheinend nicht. Okay, jetzt decke ich meine Falle auf. Und rufe Verzweiflung aus der Finsternis. Mann, immer diese langen Namen der Monsterkarten in Yu-Gi-Oh! Ist euch das auch schon aufgefallen? Okay, ruft der Mumie. Okay. Nicht so wichtig, finde ich. Okay, dann würde ich vorschlagen, ja, ich mache jetzt einen Monsterplatz und dann beende ich das Ganze mit einem direkten Angriff. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und was noch? Um zwei Monster der Stufe. Was? Kann ich es nicht einmal durchlesen? Um zwei Monster vom Typ Drache der Stufe 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung zu beschwören. Eins von deiner Hand und eins von deinem Friedhof. Okay. So, genau, ich zerstöre jetzt noch weiter sein Deck. Vielleicht kriege ich ja einen Bonus am Ende. Und Monster! Bald hat er keine Monster mehr in seinem Deck, aber das ist jetzt auch egal. Du wurdest von meinen Zombies erledigt. Und wir haben Runde 2 gewonnen. Wir haben 2 von 3 Duellen bereits gewonnen. Ja, das heißt, wir haben dieses Match gewonnen. Ja, ganz wie es es erwartet habe, Deckzerstörung Bonus. Sehr gut. Und ich habe so hart an meinem Team gearbeitet. Ja, hau nur ab. Du hast also den Anführer besiegt, was? Dann haben wir auch dieses Gebiet erobert. Keine Sorge, den anderen geht es gut. Kellen und Crow kamen gut mit der Falle zurecht. Und ich schulde dir was. Danke dir. Ich weiß, dass wir Freunde sind, aber ich wollte dir trotzdem dafür danken. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich sehr paar gute Freunde. Was für eine schöne Grammatik. Sehr paar. Mhm. Hey, lass uns alle zusammen zum Versteck zurückkehren. Okay. Alles klar. Ein neuer Tag, ein neuer Sieg. Wohl eher ein neuer Cent. Aber es ist wohl zu früh, selbstgefällig zu werden. Wir müssen noch ein Gebiet erobern. Wir haben es fast geschafft. Es war ein langer Kampf. Glaubst du wirklich, dass wir ganz Satellite erobern können?
Hey, machst du Witze? Das ist so gut wie sicher. Natürlich. Aber arbeitet alle gut an euren Decks, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wir haben es nicht so weit geschafft, nur um am Ende zu verlieren. Das ist alles für heute. Ich sage euch, wenn wir uns für den Tag des Gebietskampfs entschieden haben. Am nächsten Tag. Und ich speichere erst einmal. Und da liegt eine Kiste mit Süßigkeiten vorm Computer. Und in der Süßigkeitenkiste befindet sich verbotener Kelch. Okay. Na gut, dann beende ich den Part jetzt an dieser Stelle und dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Part. Also dann, wir sehen uns. Bis dann und ciao. Schönen Tag euch noch. Ne? Also, macht's gut. Euer Jan KP.